Der richtige Umgang mit den Ergänzungslieferungen. Ergänzungslieferungen sind sicherlich eines der absolut nervigsten Themen für dich als Prüfling im Rahmen der Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Aber ein durchaus wichtiges, wie wichtig und wie der richtige Umgang für dich als Prüfling konkret aussieht, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Malo Steinecke, ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um den richtigen Umgang mit diesen Ergänzungslieferungen, die du als Prüfling natürlich grundsätzlich regelmäßig erhalten wirst, wenn du mit den sogenannten Action-Backsteinen im Rahmen deiner Prüfung arbeiten wirst. Wichtig zu Beginn sei erstmal gesagt, die drei roten Bücher sind für dich extrem wichtig. Warum? Du hast in der Prüfung nur zwei Sachen zur Verfügung. Das ist einmal dein Gedächtnis, dein Kopf, dein Verstand und auf der anderen Seite eben deine Gesetzestexte, die dir eben erlaubt sind und dementsprechend solltest du die auch gut aufbereiten und natürlich dann auch nutzen. Heute geht es mal um diesen Teilaspekt der Aktualität, die sichergestellt ist durch die entsprechenden Ergänzungslieferungen. Laut Hilfsmittelerlass hast du als Prüfling grundsätzlich Sorge zu tragen, dass du den Rechtsstand des Prüfungsjahres, also schreibst du beispielsweise im Oktober 24 die Prüfung, musst du 24 und 23 dabei haben. Das ist grundsätzlich über die Backstein-Texte sehr gut abgedeckt. Wenn eine neue Rechtslage da ist, dann ist es in der Regel so, dass die in verschiedenen Spalten dargestellt werden. Dafür musst du natürlich dann aber auch bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall diese Ergänzungslieferung immer wieder einsortieren. Einerseits was die Gesetze anbelangt, aber natürlich auch die Verwaltungsvorschriften in Form der Richtlinien bzw. der Steuererlasse, die beiden Punkte hier. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, bis wohin sortiere ich ein? Muss ich wirklich immer alles einsortieren? Man kann natürlich auch Gefahr laufen, zu viel einzusortieren. So ein Klassiker ist beispielsweise, wenn du in 24 schreibst, dass du in Ertragssteuer ja den Rechtsstand 23 hast, heißt zum Beispiel die Einkommensteuertabellen, Lohnsteuertabellen, die solltest du zum Beispiel nicht so weit einsortieren, dass du das Prüfungsjahr mit dabei hast, sondern insbesondere eben das Jahr davor. Das sind so Beispiele, dass du eben auch schauen musst, okay, in welchem Fach schreibe ich welchen Rechtsstand. Heißt, bist du auf Umsatzsteuer unter O, wo du in der Regel den Rechtsstand des Prüfungsjahres schreibst, das heißt in der Prüfung 24/24er Rechtsstand und auf der anderen Seite die sonstigen Themen, also insbesondere die Erbschaftssteuer, dann haben wir die Ertragssteuer Tag 2 und der gesamte Tag 3 ist grundsätzlich immer das Vorjahr und vielleicht, wenn zwei Jahre zu würdigen sind, die letzten beiden Jahre, die da entsprechend relevant sind. Bedeutet für dich erstmal, dass du schauen musst, was ist für welchen Tag relevant an Rechtsumfang bzw. an dem Rechtsstand in den Texten. Dann kommen wir eben zu den spezifischen Fragen, die dann einhergehen. Wenn du jetzt diese allgemeinen Punkte beurteilst, stellt sich natürlich die Frage, okay, Gesetzestexte sollten schon aktuell sein oder die relevanten. Darüber hinausgehend, gerade wenn es in den letzten Wochen der Prüfung ist, muss man sehr, sehr stark differenzieren. Ich sag mal, die Erlasse, wenn ich jetzt hoffentlich richtig zeige hier, dann ist es so, dass dort natürlich die in der Regel sehr, sehr schnell einzusortieren sind, weil es immer ganze BMF-Schreiben sind, die raus und reinzunehmen sind. In der Regel, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Und dann haben wir sozusagen auch hier nicht so, dass wir die Markierungsdichte jetzt so exorbitant hoch haben im Vergleich zu den anderen Texten, dass es besonders viel Aufwand ist. Heißt, die Erlasse sind regelmäßig noch relativ gut und zeiteffizient up-to-date zu halten. Bei den Richtlinien, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Wir haben hier jetzt zum Beispiel kurz vor der Prüfung die Einkommensteuerhinweise 2023. Die sind natürlich grundlegend auch dann entsprechend relevant für deinen Rechtsstand 23. Und als Prüfling musst du dir jetzt aber in der Endphase, wenn wir im September sind, ein paar Wochen vor der Prüfung natürlich die Frage stellen, inwieweit macht das jetzt Sinn von dem Mehrwert. Natürlich vom Rechtsstand grundsätzlich relevant. Du musst dir aber natürlich die Frage stellen, vom Aufwand her, ich sortiere die jetzt ein. Ich muss die nachmarkieren. Ich muss das andere natürlich rausnehmen. Ich habe mich dann entsprechend auch noch nicht daran gewöhnt, mit diesen neuen Rechtstexten sozusagen zu arbeiten. Wer kennt es? Im Idealfall weißt du genau, okay, in der Hinweisfundstelle H7.4 oben rechts ist sozusagen die Fundstelle, die du suchst, als Beispiel. Du kommst dann idealerweise trotzdem aufs Ergebnis, musst vielleicht aber länger suchen. Heißt, wo man eben diese Abwägung treffen muss, wenn du als Prüfling dann in den letzten Wochen noch viele To-Dos hast, weil viele offene Punkte da sind, da muss man sich eben die Frage stellen, okay, dieser perfekte Rechtsstand, der vielleicht noch relevant wäre in dem Fall,
Ist der es jetzt wert, diese minimalen Verbesserungen im Vergleich zu der Tatsache, wie viel Zeit ich reinstecken muss und was ich ansonsten mit der Zeit anfangen könnte? Und da, je nachdem, wie kurzfristig es bis zur Prüfung ist, muss man irgendwann sagen, okay, für viele Prüflinge ist tatsächlich so, obwohl der Rechtsstand besser wäre, dass es sinnvoller wäre, vielleicht nur punktuell gewisse Teile, die besonders relevant sind, entsprechend auf einem gesonderten Hefter mitzunehmen oder du hast vielleicht noch einen extra Ordner dir vielleicht bestellt, damit die nicht kaputt gehen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und da muss man eben für sich abwägen, ist dieser Zeitaufwand jetzt das wert, den perfekten Rechtsstand zu haben, oder macht es vielleicht sogar auf der anderen Seite Sinn zu sagen, okay, ich nehme den auf den losen Blatthefter mit und nehme das gesondert mit, bereite nur einzelne Aspekte auf, um die Zeit eben in andere Dinge, die jetzt für mich in der Endphase einen größeren Hebel haben. Ganz so vernachlässigen solltest du es nicht. Natürlich ist es immer ein Restrisiko, aber du als Prüfling bist dafür selber verantwortlich. Du kannst auch diese Entscheidung treffen, zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt dieses entsprechende Risiko ein. Das heißt, ich nehme das bewusst in Kauf, um die Zeit, die mir jetzt sozusagen stattdessen zur Verfügung steht, in andere Dinge, zum Beispiel weitere Klausuren, Nachbereitung, Wiederholung etc. reinzustecken, dass ich inhaltlich vorbereitet bin und sage dann, der Rechtsstand, mit dem ich jetzt ins Examen gehe, mit dem bin ich fein. Wie gesagt, ein kalkulierbares Risiko. Da muss man für sich im Einzelfall schauen, wie risikofreudig bin ich auf der einen Seite und wie sehr kann ich diese Abwägung auch einschätzen. Weiß ich, was ansonsten zu tun ist, wenn ich eben abwägen muss. Da gucken wir bei unseren Kunden natürlich auch immer drauf, was macht jetzt in deiner persönlichen Situation Sinn, je nachdem, wo du gerade stehst. Wenn du sehr, sehr weit bist und alles passt, sollte man natürlich den besten Rechtsstand mitnehmen, aufbereiten. Auf der anderen Seite, wenn es viele To-Dos gibt, dann muss man abwägen, wo ich dann auch häufiger mal sage, okay, in der Situation macht es dann eher Sinn, entsprechend in den die Zeit anders zu nutzen und die vielleicht gesondert mitzunehmen, obwohl sie vielleicht einzusortieren wären. Kommen wir nun also zum Fazit bezüglich des Umgangs mit den Ergänzungslieferungen. Wichtig für dich als Prüfling, die Ergänzungslieferungen machen dich nicht erfolgreich. Heißt, du kannst noch so viel Zeit in die Aufarbeitung der Gesetzestexte reinstecken, wenn du selber die Skills nicht mitbringst, also die Klausurerfahrung nicht hast, Technik, Taktik, das inhaltliche Wissen, dann wird dir der perfekte Rechtsstand der Bücher eben nichts nutzen. Bedeutet, die wichtigste Fähigkeit sollte nach wie vor natürlich dein Skillset sein, welches du benötigst, um in den Klausuren erfolgreich zu sein. Dann natürlich auf zweiter Ebene ist es gut und wichtig, gut aufbereitete Bücher, Idealfall mit dem perfekten Rechtsstand zu haben, aber du musst eben abwägen, lohnt es sich in der Endphase jetzt noch, die letzten 2-3% rauszuholen, sind da ganz besonders wichtige Punkte dabei oder ist die Zeit vielleicht in anderen Dingen besser investiert im Rahmen deiner Vorbereitung, um eben dieses Skillset, was ich als Grundbedingung für deinen Examenserfolg eben genannt habe, entsprechend dann vorhanden ist oder möglichst gut vorhanden ist, damit du dann in der Lage bist, dein Steuerberaterexamen erfolgreich zu bestehen. Und wenn du genau dabei entsprechende Unterstützung benötigst, beziehungsweise noch auf der Suche bist nach dem für dich passenden Anbieter im Rahmen deiner Examensvorbereitung, dann melde dich gerne mal bei uns bei der ESH-Examensvorbereitung. Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann im Beratungsgespräch mit unserem Strategieexperten heraus, wie wir dich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten, was in deiner individuellen Situation zu beachten ist, um erfolgreich durchzukommen. Und alle deine Fragen werden natürlich entsprechend auch beantwortet. Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.